Hier haben wir den nächsten Eintrag in Social Media. Hallo in die Runde. Wir werden ein Fertighaus in Holzständerbauweise bauen und haben eine Frage zum Thema Wertentwicklung der Immobilie. Ich hatte gelesen, dass diese Art von Fertighaus in den Anfangsjahren extrem an Wert verlieren würde. Allerdings ist die Studie, die dies als Ergebnis hatte, von einem Massiv Mein Haus e.V. beauftragt worden. Hat jemand Erfahrung damit und wie sieht es mit der verbauten Dämmung aus? Muss diese irgendwann ausgetauscht werden? Viele Anbieter gibt es ja schon einige Jahrzehnte. Hat jemand unabhängige Informationen zum Thema Haltbarkeit dieser Häuser? Also da muss man sagen, das war halt damals so in den 50er und 60er Jahren, da wurde wirklich, da hat Wohnraum gefehlt, da hat man versucht, ganz günstig zu bauen. Und da war es halt wirklich so, dass die Fertighäuser einfach nur vier Wände waren, Dach drauf, und da kam auch dieser Begriff Pappschachtel her. In den letzten Jahrzehnten hat sich aber einiges entwickelt, und da ist es auch so, dass es auch Ultra-Premium-Anbieter gibt, die vielleicht sogar noch eine Wertsteigerung erfahren können. Hängt natürlich auch immer damit zusammen, wo sie bauen, also in welcher Lage sie bauen. Das ist immer mitentscheidend für den Wert einer Immobilie. Dass hier natürlich eine Studie von einem Massivhausanbieter rausgebracht wird, der behauptet, dass Fertighäuser nicht so gut sind, ist offensichtlich und gibt es bestimmt auch umgekehrt. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ansonsten ist es so, auch wenn Sie später zur Bank gehen und finanzieren möchten, auch da spielt es dann keine Rolle, ob es ein Massivhaus oder ein Fertighaus ist. Außer die Bank benutzt das als Trick, Ihnen höhere Zinsen aufzudrücken. Das heißt, die suchen dann Grund. Aber es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Und wie gesagt, wenn Sie sich einen guten Fertighausanbieter suchen, der zum Beispiel auch, ich sag mal, eine gewisse Marke entwickelt hat im Laufe der letzten Jahre, kann es dann auch durchaus sein, dass Sie vielleicht damit sogar noch Geld verdienen können. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.